lese einmal vor. Es gibt drei Rollen, die am Anfang verteilt werden. Es gibt den Manager, den Specialist und die Slacker. Ist das Englisch? Ich versuche zu übersetzen, weil ich krasser Multilinguist bin. Die Slacker prokrastinieren ihre Arbeit und gehen zum Beispiel aufs Klo. So, die versuchen also die Arbeit zu sabotieren, die nur sie bekommen. Das heißt, nur sie haben diese Aufgaben. Man kann zum Beispiel Feuer starten oder ein Virus runterladen und so weiter und so fort. Genau, die sind böse. Die versuchen das Office aus dem Durcheinander zu bringen. Dann gibt es die Specialists, das sind quasi einfach normale Innocents, die ihre Aufgaben erfüllen müssen. Mhm. Aber sie können auch Slacker-Tasks bekommen. Mhm. Und dann gibt es den Manager und der muss herausfinden, wer die Slacker sind und die feuern. Aber es scheint einen Ingame-Chat zu haben, ne? Genau, es scheint ein Ingame-Voice. Genau, Specialist Manager sind ein Team und die Slacker sind quasi die Traitor. Ich werde jetzt Faulenzer. Ich hab's im Gefühl. Ist outcalled. Nee. Oh! Oder? Hey, sagen Sie, haben Sie eigentlich abgenommen? Der Anzug sieht so fresh aus. Ja, tatsächlich. Ich bin seit kurzem im Dartverein. Okay. Ich geh dann mal in die Arbeit, ne? Ja, gerne. Hallo, Frau Divi. Hallo. Hallo. Hat von euch jemand hier so eine Kopie von seinem Gesäß gemacht? Nö, ich bin gerade erst hier reingekommen. Okay, keine Ahnung, wer das dann war. Oh, hallo, Katzen. Keine Maus. Schon wieder. Die ganzen Mäuse. Wie mache ich das denn jetzt? Hä? Wie benutze ich denn PC? Hier geht nur verlassen und Computer verlassen. Was willst du denn wissen? Ja, wie ich den Computer benutze. Ich muss eine Aufgabe hier erledigen. Du musst F gedrückt halten und Computer benutzen. Und dann musst du auf dem. Aber hier steht Computer verlassen oder verlassen. Nein, du musst dann die Sachen dann am PC machen. Du musst darauf klicken. Ah, Jilly? Oh, ach, Lilly. Warum hab ich. Du bist. Ich Jilly am Tacker. Naja, egal. Computer nutzen. Da rein. Such die Person, die hier gerade uns eingeschlossen hat und bring sie zu mir. Alles klar, Chef. Wird gefeuert. Und ich brauche das hier unterschrieben von Ihnen. Ja, gerne. Unterschreiben, bitteschön. Können Sie gerne weiter abgeben. Oh, Ihre Handschrift ist aber schön. Ja, können Sie das nochmal kurz mir einmal geben? Richtig, weil ich muss tatsächlich eine Sache wegwerfen. Das ist eine Aufgabe, die ich habe. Aber nein, bitte nicht. Ich hole gerne nochmal ein neues und ich unterschreibe Ihnen das. Weil ich habe gesehen, da war ein Typo drauf, deswegen bitte. Ich hole da auch kurz okay. Ja, gerne. Einmal. Zur Arbeit von dem ganzen Tag. Bitteschön. Ja, Moment. Ich habe aus Versehen Kali geschleppt. Asta, warum ist da ein Virus hinter dir auf dem PC? Mann. Ja. Wollen wir Freundinnen sein? Ja, gerne. Das ist ein Freundschaftsbuch? Ja. Gib mir das. Danke. Das ist jetzt aber unangenehm. Oh mein Gott, das ist Zombie, der hat einen Schlüssel. Leon! Es ist alles zu. Leon, ich habe ihn gesehen als Assistent. Okay, dann einmal Herr. Ja. Ich habe vorher die Tür abgeschlossen, weil er mich die ganze Zeit mit. Ich würde sagen, wir freuen die letzte Person, die reinkommt, oder? Aber wir hören erstmal Holly an. Also, folgendes. Wo sind die anderen? Du hast ja gesagt, ich soll herausfinden, wer hier die Türen abschließt. Okay, und dann bin ich rumgegangen und dann. Du brauchst rausfinden, was hier abgeht. Es ist Zombie! Zombie hat einen Schlüssel gefunden und er hat die Türen verschlossen. Aber ich bin Assistent! Also, irgendwie läuft das. Nicht ganz nach Plan. Du hast jetzt eine Minute Cooldown. Oh. Du wirst jetzt gefeuert. Ich werd gefeuert? Was passiert? Ja, ich bin sehr verwirrt. Weil du ein Meeting abhalten musst in 7 Sekunden. Oh. Du bist jetzt gleich gut, Hausmeister. Dann, ich brauch einen Müll weg. Ein sehr guter Chef. Hä? Was ja, der Manager muss innerhalb von 5 Minuten jemanden feuern, sonst wird er gefeuert. Selber. Hallo. Der Rock steht im Mund. Ich hab die Tür abgesperrt, weil du die ganze Zeit gesagt hast, ich hab die Türen abgesperrt. Genau, du hast die Türen abgesperrt, weil, damit wir spät zum Meeting kommen. Er ist es. Also du bist gerade. Ja, aber ich hab die abgesperrt, weil du mich die ganze Zeit beschuldigt hast. Ja, ja. Netter Versuch. Kann ich dich jetzt schon feuern? Wo ist der? Ich hab in dein Freundschaftsbuch geschrieben. Bitteschön. Danke.
Übrigens, schönes, schönes Bild an deinem Arbeitsplatz. Dankeschön. Oh, das ist... Oh, ist das süß. Ich will auch so ein Bild. Ah, ich habe auch ein Bild. Ja, jetzt müsste ich auf Toilette. Warum ist der Kopierraum abgeschlossen? Ich muss zum Drucker. Komm, ich... Ich muss hier rein. Ist die Toilette da? Hä? Ach, hier. Ah. Oh. Das ist das Herrenklo. Ach so. Na gut. Okay. Geh jetzt arbeiten. Mach, was du willst. Ich mach ganz kurz, ich mach hier ganz kurz Papier. Ja, ganz kurz. Dass du noch das Wort Arbeit in den Mund nimmst. Naja. Zeit, jemanden zu feuern, deine Entscheidung. Kann ich jetzt schon feuern? Feuer ich? Nee, ich bin auf dem Weg, bin abgesperrt und ich kam deswegen so zu spät. Okay, krass. Moment mal, Moment mal. Irgendwie gewinnst du mein Vertrauen. Herr Manager? Hallo? Ja, ja, ja. Ihr schreit hier rein. Wann dürfen wir sprechen? Jetzt. Okay, ich habe gesehen, wie Herr Asta und Frau Kadi viel Zeit miteinander verbrachten und sie sind beide an den Computer gegangen. Oho. Und auf einmal waren Frau Kadi und Herr Asta an den Computer und auf einmal war ein Virus drauf. Ich habe sie abgewiesen. Erstmal das, Virus? Ich trenne sowas direkt. Und zweitens habe ich ihr dabei geholfen, nur den Virus wegzubekommen. Ich habe halt noch nicht hinbekommen. Okay, okay, wie mache ich das? F gedrückt halt und dann auf Namen fahren. Auf den Namen. Warum steht... F gedrückt. Hey. Ich hab's gemacht. Hast du? Ah, ist ja, irgendwas passiert? F gedrückt und Pause, Meeting beenden gemacht. Was? Ich meine, du kannst in der Meeting noch einstarten. Lilly ist die ganze Zeit immer nur am Unruhestiften. Also, Asta, ey, du verhältst dich diese Runde so unfassbar sass. Du machst gar nichts. Leon, du machst mir Komplimente für mein Oberteil. Also wir warten jetzt aber die 30 Sekunden, oder? Also hat er dir auf deine Brüste geschaut? Nein! Ja! Halt mich fest oder ich verliere mich gleich. Ich nehme Abstand. Oh. Okay, das geht echt zu weit. Holly, ich hab die Und er hat ein Virus draufgespielt mit Cuddy. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er sein Gesäß kopiert hat. Zweimal sogar hat er das. Kam mir bekannt vor. Und er ist in den Serverraum gegangen und die Server waren down und anstatt die Server wieder hochzufahren, ist er einfach wieder raus. Ich habe meinen Hintern nirgends kopiert. Und wenn, dann hätte ich es mit meinem Glied gemacht, aber die Kopierfläche war zu klein. Des Weiteren kann ich euch wirklich garantieren, dass ich dann irgendwelche Unterschriften gesammelt habe von Leon und irgendeinen Server-Virus wegmachen wollte. Ja, bitte also nicht. Wie gesagt, ich kann euch wirklich sagen, er wollte den Virus wegmachen. Okay, ja, er wollte so tun bestimmt. Ich kann sagen, er hat sich wirklich eine Unterschrift geholt. Ja, okay. Asta? Asta? La Vista. Oh. Oh. Shit. Oh, shit. Oh. Das ist jetzt unangenehm. Oh Gott. Okay. Was hab ich getan? Ich hab einen nervösen Stuhlgang. Ich brauch den hier in Holland. Den suche ich auch gerade. Herr Holland, Herr Holland. Herr Holland. 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 Büro. Herr Holland. Büro sind, ist er. Herr Holland. Herr Holland. Hier. Herr Holland. Herr Holland. Ah, Herr Holland. Herr Holland. Herr Holland. Ja, Herr Holland, ja, können Sie das bitte unterschreiben? Ja, alles klar. Wie mache ich das? Okay, Sekunde. Irgendwas lädt da. Ich schreibe echt langsam. Das sind die Kippen. Das ist falsch. Können Sie das bitte noch unterschreiben? Haben Sie sich gerade eine angesteckt? Zigaretten kommen. Kundenumfrageergebnis, okay. Ja. Ja. Alles klar, das hätten wir. Bitteschön, was gibt's hier noch? Danke. Das ist immer auf dem Boden werfen. Die Partnerschaftsvereinbarung mit Raid Shadow Legends. Alles klar, nehmen wir. Nein. Frau Kadi hat schon seit Stunden ein Virus auf ihrem Computer, aber sie behebt ihn. Hier sind alle Türen abgeschlossen. Ah, sie behebt den Virus nicht. Alles klar. Kann nicht durch die Türen gehen. Hallo. Du kannst nicht. Achso, weil die verschlossen sind, zufällig? Ja. Yeah. Alles zugemauert. Okay, habt ihr Zombie gesehen, wie er mit einem Schlüsselbund rumgelaufen ist? Ich möchte sagen, wie das passiert ist letzte Runde. Also, ich habe Asta gefragt, kannst du zu mir an den PC kommen? Ich krieg den Virus nicht weg. Dann hat er gesagt, ja, ich helfe dir. Und dann kam Jen und ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, Jen, ich habe ihn gebeten, es wegzumachen. Jen immer so, er hat gesagt, ich möchte nur das Beste für die Firma. Es hat sich ausgebiert.
Shit. Wo ist der Name? Da. Ah, nein! Oh mein Gott! Was ist gerade passiert? Leon! Haben Sie schon mal über einen Rücktritt nachgedacht? Oh, ja, okay, wie geht aber das? Ehrlich jetzt. Ja? Ich habe ein bisschen Angst. Wovor? Ich habe die Task, dass ich ein Bier trinken muss. Ich bin aber nicht böse. Ja, mach das irgendwo in der Ecke. Kann ich vorher ankündigen? Was? Ja, wer trinkt es irgendwo in der Ecke versteckt oder auf dem Klo? Okay, ja, aber das. Okay, aber lass ich schon mal. Du weißt, dass ich es vorher schon mal angekündigt habe. Okay, ja, ja. Ja. Okay, und jetzt trinke ich einen Kaffee. Ich habe noch nie einen Kaffee getrunken. Wie trinke ich einen Kaffee? Warum schon wieder zu, Mann? Jetzt ist das Meeting schon wieder. Jetzt kann ich keinen Kaffee trinken. Ich wollte gerade einen Kaffee trinken. Muss das sein? Den kannst du jetzt hier genießen, indem wir jetzt gleich den ersten Faulenzer rausschmeißen werden. Ah, gut, aber hier ist noch kein Kaffee drin. Ich mach's jetzt wieder gut. Ich mach's jetzt wieder gut. Ja. Aber kleine Frage, kann ein Hausmeister auch Faulenzer sein? Nein. Weiß ich nicht. Nein. Ich glaube nicht. Mhm. Alles kann Manager okay, Faulenzer sein? Ja! Oh, stark! Nice! Wow. Okay, ich wusste einer. Schon die ganze Zeit, aber er war so süß. Wie bist du's? Soll ich hier bleiben? Okay, ja. Sag nichts Auffälliges gesehen, nur Kaffee trinken. Ich habe was Auffälliges gesehen. Was? Okay, die Mitarbeiterin Kadi hatte mich vorgewarnt, dass sie gleich ein Bier trinken müsste. Und okay, meinte so, oh ja, ich sag dir das jetzt schon mal, damit du Bescheid weißt, dass ich nicht böse bin, aber ich trinke jetzt ein Bier und ich mach das auf dem Klo. Also, schon ein bisschen komisch. Ja, das ist wirklich sehr komisch, aber andererseits hatte ich auch als Nicht-Faulenzer die Aufgabe, Snake zu spielen. Ja, ich musste auch schon einen rauchen, aber ich habe es einfach heimlich gemacht und nicht jemandem gesagt. Okay, ja. Okay. Verkaufsbestätigung? Und wieder ein Meeting. Wieder ein Meeting. Wissen kann, wenn er es ist, weil er selber vorhin neu im Spiel ist und er wollte mich gerade... Ja, und Zombie hat ihn auch verteidigt. Der Kreis schließt sich, Leon. Zombie hat mich verteidigt, weil ich ihm geholfen habe, Türen abzuschließen. Nein. Zombie hat dich verteidigt, weil... Warte mal, was? Und der wollte gerade gegen mich schießen, obwohl er weiß, dass die guten Nee. Holly hat gefragt, ist irgendwas Auffälliges passiert? Ich hab... Au, mein Knie! Ja. Und jetzt fesselt ihn. nee, aber ich... Was? Hä? Habe ich mich selbst rausgeschmissen? Was? Ich glaube. Devi, du bist Manager. Irgendwie weg. Warum? Hä? Ich bin nicht bereit dafür. Ich wollte doch nur einen Kaffee trinken. Hast du immer noch dieses Bierproblem? Nein, ich bin jetzt auf Zigaretten umgestiegen. Schön. Du vielleicht meinen PC. Ich habe hier das Problem, ich habe ein Virus. Ja. Und den kann nur der Manager lösen. Und das, warte mal, wie mache ich denn den PC an? Und man kann anscheinend das Passwort einem geben, Baum 123. Aber ich weiß nicht, wie ich den PC an... ich glaube, die Server sind down. Kann das sein? Hey, der Ex-Manager. Ja. Ich weiß, ich habe ein paar Leute gefeuert, die vielleicht... Warte, es müsste noch einer von uns sein, oder? Mhm. Ja, dann ich würde sagen, es ist Lilly. Warum? Du hast eine Tasse in der Hand, das ist ganz schön komisch. Aber das ist Jenyans Tasse. Böse Aufgaben machen. Leute, Real Talk, ich glaube, dass es Lilly ist. Also jetzt, wirklich? Du hast jetzt einen neuen PC, viel Spaß. Gut. Wo ist der Meetingraum? Ich wäre für Lilly, vertrau mir. Ja, ich wäre auch eher für Lilly. Immer richtig. Ja, dann freuen wir Lilly. Ja. Okay. Instant oder hören wir uns das noch an, das Drama? Hallo. Oh, wir können sonst okay, also auch noch. Du möchtest also Kadi rausschmeißen, okay. Hä? Na, wir wollten einfach die letzte Person. Ja, wir haben uns umentschieden. Ja, okay. Ja, ihr trollt. Alles gut. Also, wir haben gerade ein Wettrennen gemacht und wer als letztes reinkommt, wird gefeuert. Oh. Verdammt! Jawohl! Verdammt! Oh mein Gott! Ich wusste es. Das war das mit dem Bier, ja? Ja. Ich muss jetzt ein Bier trinken. Da muss ich noch Bescheid wissen. Was für ein Passwort eingeben? Baum 123, Junge. Ja, das habe ich wirklich geglaubt. Da habe ich Leon vertraut.